uns mit seinem Reichtum beschenkt, er sei mit euch. Und mit deinem Geist. Wir haben uns versammelt, diesen herrlichen Herbstsonntagmorgen, um Dank zu sagen für all den Segen der vergangenen Woche. Vieles war wieder zu tun in dieser Woche. Fleißig wurde gearbeitet. Die Senioren hatten den Bezirkswandertag hier bei uns in Schönau, hatten Gefallen daran. Und wir kommen, um Dank zu sagen für alle Segen. Wir kommen aber auch, um uns stärken zu lassen in allem Kreuz, das wir auch in dieser Welt erfahren. Mit Jesus können wir es gut tragen. Mit Jesus wissen wir um die Wandlung zum ewig Guten. Wenden wir uns ihm zu und rufen wir seine Erfahrungen an. Ihr wollt zum Klang der Harfe.
Ihr wollt Lieder erfinden wie David. Ihr trinkt den Wein aus großen Rumpen, ihr salbt euch mit dem feinsten Öl und sorgt euch nicht um den Untergang Josefs. Darum müssen sie jetzt in die Verbannung, allen Verbannten voran. Das Fest der Faulenzer ist nun vorbei. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
Mächte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war. Er hätte gerne seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen abfiel. Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Mund. Als nun der Arme starb, wurde er von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Unterwelt, wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte er auf und sah von Weitem Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er: Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus zu mir. Er soll wenigstens die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, denn ich leide große Qual in diesem Feuer. Abraham erwiderte: Mein Kind, denk daran, dass du schon zu Lebzeiten deinen Anteil am Guten erhalten hast, Lazarus aber nur Schlechtes. Jetzt wird er dafür getröstet, du aber musst leiden. Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, sodass niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann, selbst wenn er wollte. Da sagte der Reiche: Dann bitte ich dich, Vater, schick ihn in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sagte: Sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er erwiderte: Nein, Vater Abraham, nur wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren. Darauf sagte Abraham: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, dann werden sie auch nicht umkehren, wenn einer von den Toten aufersteht. Evangelium. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei Jesus. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, liebe Kinder, erstmalige Kinder, die ihr da seid. Wir waren in der Woche des wahren Reichtums. Erinnert euch dieses wirklich bedenkenswerte Wort: Wenn ihr mit den kleinen Dingen zuverlässig wart, und da gehört der Mammon, das Geld, das Vermögen dazu, wenn ihr euch mit den kleinen Dingen Freunde geschaffen habt, damit ihr in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet, wenn es mit euch zu Ende geht, so hat es geheißen. Wenn ihr da zuverlässig wart mit dem Geld, dann wird man euch das wahre Gut anvertrauen. Sonst nicht, hat Jesus gesagt. Den wahren Reichtum, den wir Menschen entdecken können. Das Geistige, Ewige, Glückliche, die Geistesgaben, die sichere Erkenntnis über Gottes Barmherzigkeit, die bekommt nur ein Mensch, der sie dann nicht für sich selbst einsetzt, egoistisch geblieben ist, sondern der gelernt hat, zuverlässig ist. Das heißt, auf den anderen hin Gutes zu tun. Einfach eine Aussage, auf die wir aufmachen dürfen. Wir wollen im Kleinen zuverlässig sein, das Geld gehört dazu, dann wird uns wahrer Reichtum anvertraut. Schön, dass es das gibt, dass uns das gesagt wird. Und hier knüpft das heutige Evangelium an. Wir merken wirklich, wir sind schon in der Erntedankzeit, weil wir den Erntedankfeier haben, nächste Woche.
und wo wir auf ihn schauen, auf die Ernte unseres menschlichen Lebens, dass es da auch eine Erntezeit gibt, dass da auch einmal geschaut wird, wie viel habe ich denn in die Scheune der Ewigkeit gebracht. Und es kann ja wirklich keiner sagen, dass Gott uns darüber im Ungewissen gelassen hat, wie es nach dem Sterben weitergeht. Die heutige Geschichte, die können Sie alle erinnern. Die ist sehr klar. Sterben tun sie alle, die Armen und die Reichen. Und weiter geht uns auch bei allen. Ganz klar. Das erste Schöne ist, die, die hier auf der Welt zu kurz gekommen sind, heißt, die erfahren dann Trost. Sonst könnte Gott dieses Leiden ja nicht zulassen, wenn er sie nicht nachher überreich entschädigen könnte. Das müssen wir als erste Antwort auch gleich, dürfen wir mitnehmen für die, die sich immer fragen, warum lässt Gott in der menschlichen Freiheit so viel Leid zu auf dieser Welt? Weil er trösten kann, über diese irdische Welt hinaus. Und das Zweite, was er heute zu uns sagt, ist, ihr Reichen, seid vorsichtig mit eurem Reichen. Ich möchte das, dass ihr euch gut kleidet und dass ihr schon hier werden als wirkliche geliebte Kinder Gottes in Freude lebt. Ich möchte das. Aber übersieh bitte nicht, wenn es noch Menschen gibt, denen es nicht so gut geht wie dir, die vor deiner Haustür sind. Also erreichbar für mich. Denen schon genügen würde mit dem, was bei deinem Überfluss weggeschmissen wird. Das würde denen schon genügen. Wir müssen ja richtig erschrecken, weil wir wissen, dass wir die sind, die einen Wohlstand erwirtschaftet haben über die letzten Jahrzehnte, wo man weiß, wie viel wir wegschmeißen in unserem System und wie viele Leute verhungern, die wir mit der heutigen Technik erreichen und versorgen können. Also, für uns heißt es einfach, wie gehen wir mit unserem Vermögen um? Lassen wir das nur bei uns und leben wir, wie heißt es, in Freude, Herzen. Oder haben wir schon verstanden, mit dem Wohlstand können wir uns Freunde machen und unsere Wohnung für den Himmel erwerben. Wenn wir lernen, das zu teilen mit den Bedürftigen, die wir erreichen können. Wir brauchen nicht die ganze Weltwirtschaft zu gehen. Aber wir dürfen lernen, das Nötige für uns nehmen und den Überfluss, den wir erwirtschaftet haben, den zu geben, dem armen Lazarus. Denn nachher werden wir danach gefragt. Wenn wir uns momentan oft zu hart tun und Sorge, dass wir uns das verlieren, jetzt wo so viele kommen, die wenig haben, bleibt es beim Wort Gottes. Bleibt es dabei, dass die Gerichtsrede heißt, ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Ich war hungrig und ihr habt mir geholfen. Diese Worte, die sind wahr. Viel wahrer als wir alle Scheitreden haben, die wir hier auf Erden. Also seid ihr da vorsichtig, bleibt ihr im Helfen, bleibt ihr im Heilen. Da verschaffen wir uns Freunde, wo das Leben für den anderen dann schön wird. Und es geht um unser ewiges Dasein da. Wer nicht gelernt hat zu teilen, wer den Bedürftigen übersehen hat, der leidet nachher darunter, heißt es. Und anscheinend furchtbar. Ja. Eine Bestätigung haben wir ihn für das Fegefeuer. Hier kann man sie finden. Große Qual in diesem Feuer heißt es. In diesem Feuer des inneren Leidens, des Herzensleidens. Weil man was versäumt hat, was man tun hätte können, einen guten. Und da heißt es dann, dann ist vorbei mit dem Erbarmen dieser Welt, wo man hier schon gleich Vergebung erfahren kann, wenn man es einzieht und umkehrt. Dann gibt es dieses langsame Ausläufen. Ich kann vertrösten, wenn er hier heißt, da ist ein Abgrund, wo keiner hinüber kann. Das stimmt schon. Wo wir nicht im Licht Gottes leben,
klären wir uns den Himmel. Aber Gott ist in Jesus ja gekommen, er hat die Brücke geschlagen. Es gibt dann schon eine Brücke. Aber es geht über diesen Weg der Erläuterung und Reifung. Und das muss nicht sein. Wir haben alles Wissen, dass wir hier auf Erden schon ins ganze Licht kommen. Und das wollen wir jetzt die Woche mitnehmen. Die Woche der Zuwendung zu den Bedürftigen. Und das ist nicht ein trauriges Muss, sondern das ist das Schönste, was er verbindet. Sich mit dem, was ich habe, mich einen zuwenden, das nicht an. Und ich betone noch einmal die Mutter Teresa, als große Lehre unseres Jahrtausends, für die ganze Welt, für die Reiche, für die Armen, die einfach gesagt hat: Tische, Höhlen der Armen, die gibt es nicht mehr in Kalkutta. Die gibt es überall. Die Armut ist verschieden. Der Hunger des Lazarus, der ist auch bei uns da. Die Leute danach hungern, dass wir ein Zeichen sie haben. Wo Leute danach hungern, dass man ihnen ein Stück weiterhilft. Und dasselbe kann und so weiter. Also geht in diese Freude hinein in diese Woche. Wir wollen den Bedürftigen vor unserer Haustür Gutes tun von uns im Überfluss geben und glücklich sein. Hier und für immer. Amen. Bekennen wir unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater. Stärke uns, ihnen liebevolle Nahe zu sein.
Zukunft bei uns. Sieht man den Zettel drauf. Herr Jesus Christus, Sohn des Vaters, sende jetzt deinen Geist über die Erde. Lass den Heiligen Geist kommen in den Herzen aller Völker, damit sie bewahrt bleiben mögen vor Verfahren, Unheil und Krieg. Möge die Frau aller Völker, die selige Jungfrau Maria, unsere Fürsprecherin sein. Amen. Thank you.
Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du in deine Herrlichkeit erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Und in der Nacht der Menschheit da er verraten wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu wahren Kindern Gottes.
So bitten wir ihn, der jetzt mitten unter uns ist, im Heiligen Sakrament. Herr Jesus Christus, Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt euch das Zeichen des Auferstandenen, des Friedens.
Stunde ist kommend Samstag von
von der Jugendtankstelle aus Jugendmesse in Hackstock, musikalisch mitgestaltet von den Granitstimmen aus Kalkenberg und den Jugendlichen von dort. Zum Erntedankfest nächsten Sonntag, die Bauernschaft bitten wir um das Schmücken, tragen der Erntekrone, den Kirchenchor, die Musikkapelle, den Kindergarten, die Erstkommunikanten des kommenden Jahres, um hier dabei sein und mitgestalten. Die ganze Pfarrbevölkerung, besonders auch alle Vereine, sind herzlich zu diesem Dankfest eingeladen. Aufstellung wie immer um 8:45 Uhr beim Lagerhaus, 9 Uhr dann festlicher Einzug in die Kirche. Wir bitten auch hier um ein großzügiges Erntedankopfer. Es wird für die Belange der Pfarre, auch für die durchgeführte Friedhofserweiterung, die Umwidmung ist jetzt schon geschehen, verwendet. Großteil bekommen wir eh vom Land, aber einen Teil müssen wir auch selbst beisteuern. Am nächsten Sonntag ist am Abend dann noch der Segnungsgottesdienst, der monatliche, für die, die die Liebe Gottes tiefer erfahren wollen. Dieses Mal in Kaltenberg, ab 18 Uhr, stille eucharistische Anbetung, um 19 Uhr die heilige Messe mit der Möglichkeit zum Einzelsegen in der persönlichen Anliegen und Bitten. Ich danke jetzt für Ihr Kommen mit Herrn seiner Messe auf eines aus gegebenen Anlass, dass eure Jungen euch vor kurzem mein Smartphone vor die Augen gehalten haben und ihr da ein bisschen erstaunt seid, dass da ein Foto von mir drauf ist mit einem der Präsidentschaftskandidaten. Ich kann euch dazu nur sagen, es gibt in der Kirche die sogenannte Äquidistanz. Kirchlichen Amtsträger, der kirchlichen Mitarbeiter gegenüber allen Parteien. Das hat die Bischofskonferenz nach dem Zweiten Weltkrieg in Mariazell bestimmt. Also wir dürfen öffentlich nicht eine besondere Nähe zu einer Partei zeigen, zu allen die gleiche Distanz halten. Dieses Bild ist entstanden, weil ich einem guten Kandidaten eine wunderbare Medaille geschenkt habe. Bild machen wollen, was er zu sagen hat, anzubieten. Und nur ist das dann botenerweise hinausgesandt worden. Nur, dass ihr das wisst. Also ich bin nicht Gründer dieser Initiative Christen für einen der beiden. Auch nicht bei dieser Bewegung Heimat und Umwelt dabei. Aber eines kann ich euch schon raten, wir haben jetzt noch ein paar Wochen länger Zeit, schaut euch genau die Worte die jeder vertritt, was uns wirklich zu einer stabilen Ordnung führen kann und was nicht. Ich habe ja ein Glück, dass ich nicht als Nationalist eingestuft wird, weil ich auf der anderen Seite unseren Asylbewerbern so viel helfe. Wie das zusammengeht, eine gesunde Ordnung für unser Land und auf der anderen Seite eine Hilfsbereitschaft für die Bedürftigen, das sagt jeder selber, gut überlegt. Nehmen wir eines mit, ein Schaden, einen Nutzen, genau hinschauen. Eigentlich ist es gar nicht so schwer, auseinanderzuhalten, dass der christliche Weg ist. Und dann auch mutig auftreten. Ich habe nur eines gesagt letzte Woche, wenn unsere Frohbotschaft am Sonntag, dieser Satz, so schnell hinausgeht, ist wie so ein Bild, jetzt wissen wir, wie die Kanäle laufen, dann ist das wunderbar. Unsere Botschaft, die Menschen sehr erreichen. So viel nur, damit ihr auch orientieren könnt. Für heute, das ist das schöne Wort, die Woche des Sich-Annehmens für die Bedürftigen. Es ist so schön, sein Vermögen zu teilen mit denen, die es nicht alleine erwirtschaften können und selbst sich mit wenigen begnügen, das uns dann wirklich nehmen wir uns mit, wie wir wie die Engel da helfen können, dass die Menschen die Geborgenheit im Reichtum Gottes im Abendschoß erfahren können. Jetzt und dann einmal für ihn. Wir wollen die Armen im Abendschoß bringen. Das soll uns die Woche beschäftigen. Ich wünsche euch einen gesegneten, frohen Sonntag. Der Herr sei